Hallo liebe Hausbohelden, in dieser Haustour zeige ich euch mal wieder eine Luxusvilla der Extraklasse. Das ganz neu eröffnete Musterhaus von Weberhaus hier im Bauzentrum Poing bei München zeigt, dass sich modernes Design und nachhaltige ökologische Bauweise sehr wohl verbinden lassen. Und man kann hier sehr gut sehen, was ein abgestimmtes Gestaltungskonzept von Architekten und Innenarchitekten alles bewirken kann. Also, ihr dürft gespannt sein. Wir haben hier einen stark aufgegliederten, zweigeschossigen, weißen Kubus. Und was als allererstes ins Auge fällt, sind natürlich diese Wahnsinns-Luftbalken da oben, die dem Haus was echt Spektakuläres geben. Wir haben hier ganz, ganz große Auskragungen, das Konstruktionsvollholz oben drin. Und das ist natürlich wirklich was ganz Besonderes. Insgesamt hat das Haus 205 Quadratmeter Wohnfläche. Dazu kommen noch mal 55 Quadratmeter Doppelgarage, die hier im Musterhaus als Büro genutzt werden, und nochmal 8 Quadratmeter Balkon und Lottchen im Obergeschoss, wobei 8 Quadratmeter jetzt nur die anrechenbare Wohnfläche ist. Insgesamt ist es mehr. Wir haben obendrauf ein bekiestes Flachdach, da ist eine Photovoltaikanlage drauf mit 9,81 Kilowatt Peakleistung. Innen im Technikraum gibt es dazu einen passenden Speicher, der etwa 7,5 Kilowattstunden Kapazität hat. Und das Besondere ist hier, dass dieser Dachrand, also erstmal natürlich sowieso schon sehr, sehr spektakulär ist mit diesen Luftbalken, aber eben auch alles in beschichtetem Aluminium gemacht ist. Wir haben von den Außenmaßen mit allen Vor- und Rücksprüngen und Auskragungen, die es gibt, hier stolze 13 mal 20 Meter. Das ist also wirklich schon sehr, sehr viel. Und hier gibt es in beiden Etagen eine Geschosserhöhung, dass wir innen also eine erhöhte lichte Raumhöhe haben. Das schauen wir uns natürlich drinnen an. Dadurch sind auch die Fenster alle erhöht, die bodentiefen Elemente, und das Ganze wirkt wirklich sehr imposant. Von den Farben. Wir haben jetzt hier weiß, das ist klar. Und die Fenster sind mal nicht das typische Anthrazit 7016, sondern das ist Grau-Aluminium. Das ist eine Sonderfarbe, RAL-Farbton 9007. Und das Ganze wirkt ein bisschen harmonischer als jetzt dieses dunkle Anthrazit. Ihr müsst aber wissen, wenn er mit so einer Sonderfarbe an einer Stelle anfängt, braucht er die überall anders auch. Ich zeige euch das innen. Das sind dann natürlich viele andere Bauteile, Lamellen, Jalousien, Fensterbank, Detailanschlüsse, die dann eben auch in dieser Sonderfarbe beschichtet werden müssen. Wo wir gerade beim Thema Farbe und Beschichten sind, ich finde das ganz interessant, dass man die Dachentwässerung hier mal in weiß gemacht hat. Dadurch fällt das Ganze nicht so auf, fällt nicht so ins Auge. Und hinter dieser weißen Putzfassade haben wir auch einen diffusionsoffenen ökologischen Wandaufbau. Der ist 39 cm stark, eine Holzverbundkonstruktion mit einem Wärmedämmverbundsystem auf Holzfaserbasis. Wir kommen jetzt hier schon in Richtung Eingangsbereich. Jetzt sieht man noch mal die Fensterbänke. Das ist Naturstein, Nero Assoluto, 2 cm stark. Das passt natürlich hier zum edlen Gesamterscheinungsbild. Und da seht ihr schon, gibt es einen überdachten Eingangsbereich. Das Ganze steht jetzt in einem Musterhauspark. Das Garagentor ist jetzt da seitlich. Das ist natürlich nicht benutzbar. Aber man wollte hier mal zeigen, wie das Ganze aussehen könnte. Wir haben jetzt hier schon eine besondere Verkleidung dran. Das sind auch Aluminium-Fassadenplatten, die so einen 3D-Effekt haben. Und das Ganze ist so ein braun-grau-Ton. Das ist noch mal ein bisschen ein anderer RAL-Farbton. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe hier sämtliche Farbnummern auch innen. Also ich kann euch das alles beantworten, wenn ihr das möchtet. Ein kleiner Fun-Fact noch am Rande. Ihr seht die Außenbeleuchtung hier oder auch gleich hier schon integriert. Direkt in Rot, also passend für die Hausbauhelden. Das ist tatsächlich eine Lampe, die sich in allen Farben dimmen lässt. Man kann
kann das natürlich auch weiß machen und dann sieht das Ganze wirklich je nach Stimmung immer passend aus. Komplett die ganze Außenbeleuchtung. Und was wir jetzt auch schon sehen können, es gibt hier diese raumhohe Eingangstür. Das ist auch eine Sonderanfertigung, sehr schön in Mahagoni. Das ist gestrichen in RAL 7021. Und dieser wunderschöne gebürstete Edelstahlhandlauf. Ganz toll ist eben auch, dass es hier gleich schon das Vordach gibt, das 1,20 x 2,40 auskragt und hier wirklich ein trockenes Reinkommen ermöglicht. Und wie es dahinter weitergeht, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Mit 21,75 Quadratmetern wirklich ein Empfangsraum. Lichtraumhöhe ist hier erhöht auf 2,67 Meter und auf dem Boden haben wir hier eine hellgraue Fliese, die im Fischgrätverband verlegt ist, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Das sind 9 x 34 cm, also relativ groß für so ein Fischgrätmuster. Architekt von dem Haus ist Hamid von Berg und ein renommiertes Baden-Badener Innenarchitekturbüro hat die komplette Innenausstattung gemacht und eben auch ein Lichtkonzept, das bewusst Raumakzente setzt und ähnlich wie in der Galerie auch bestimmte Emotionen wecken soll. Wir werden das an verschiedenen Stellen uns anschauen. Jetzt gehen wir erstmal Richtung Garderobe. Das ist nochmal ein separater Raum mit 10,6 Quadratmetern. Hier haben wir ein Element, das öfter mal auftaucht als Trennung. Das ist so ein Stahlbügel mit Rauchglas drin und dieses Farbkonzept Naturtöne, helles Grau und dieses dunkle Akzent, diese dunkle Akzentfarbe finden wir im ganzen Haus. Was wir jetzt da noch im Hintergrund sehen, ist die Smart Home Steuerung. Das ist hier das High-End Produkt des Hausanbieters, wo also alles auch visualisiert ist. Sämtliche Lichter, Beschattung, Energiemanagement, die Musikanlage, alles eingebunden worden ist und man eben auch tatsächlich sogar die Hausgeräte, die man mit dem Strom vom Dach betreiben kann, hier smart steuern und einbinden kann. Das ganze Sicherheitskonzept ist natürlich auch mit drin, das gehört bei so einem Haus dazu. Und wir sind jetzt hier schon in der separaten Garderobe. Hier gibt es einen kleinen offenen Bereich, da habe ich meine Jacke schon hingehängt, weil es heute wirklich warm ist. Und hier gibt es eben auch noch mal ganz, ganz viele Einbauschränke. Diese Einbauschränke, die den Stauraum eben auch so schön verpacken, findet man hier an allen Stellen. Da mir gegenüber wäre jetzt der Durchgang zur Doppelgarage. Da sind, wie gesagt, Büros drin, die wir uns jetzt nicht anschauen. Und wenn ihr das Haus auf Bodenplatte bauen würdet, wäre hier der Durchgang zum Haustechnikraum. Hier im Musterhaus ist das Ganze tatsächlich im Keller untergebracht. Wir sehen schon, dass das Naturmaterial, das hier zum Einsatz kommt, eine helle Eiche ist. Die ganzen Einbauelemente sind hier von einer ortsansässigen Schreinerei gemacht, die das wirklich sehr, sehr schön macht. Auch dieses Lamellenmotiv taucht an vielen Stellen wieder auf, unter anderem auf ganz überraschende Art im Gäste-WC, wo wir jetzt mal reinschauen. WC hat 4 Quadratmeter und hier kann man ganz gut sehen, was man auch an einem kleinen Raum mit guter Gestaltung alles bewirken kann. Wir haben hier an der Wand erstmal bis auf 1,20 hoch diese Fliese in Betonoptik, 60 x 1,20, sodass die ganze Fliese ungeschnitten hier einmal passt. Sehr schön ist, dass dann diese dunkle Fliesenabschlussleiste hier nochmal sitzt und hier oben drüber, das ist tatsächlich auch eine Fliese. Die hat so eine 3D-Struktur, ist in Holzoptik und das finde ich wirklich an der Stelle sehr schön. Wir haben dann da oben nochmal so eine Abschlussleiste rumlaufen, wo dann eben die indirekte Beleuchtung verschwindet. Da drüber sind nochmal 25 cm und das Ganze macht hier einen total stimmungsvollen Raum und auch von der Optik nimmt es dem Raum etwas die Höhe.
weil bei so einem kleinen Raum mit der Geschosserhöhung wird es hier einfach von der Proportion durch dieses Licht sehr, sehr angenehm. Schön ist, dass man dann eben auch hier komplett die Sanitärkeramik und alle Armaturen in Schwarz hat. Wenn wir jetzt hier um die Ecke kommen, sieht man, dass eben auch das WC hier in Schwarz ist. Dann gibt es hier mal so eine berührungslose Spülarmatur, was natürlich auch irgendwie sehr schick ist. Und was auch sehr schön ist, ist dieses Einbauregal und diese an der Stelle wirklich flächenbündig eingebaute Tür. Wir haben dann hier überall erhöhte Innentüren auf 2,30 Meter mit diesen verdeckten Bändern und dieser flächenbündigen Ausführung natürlich auch eine ganz schön aufwendige Sache. Auch hier wieder diese Drückergarnituren in Schwarz, die kein Schlüsselloch haben, sondern so ein Abschließmechanismus, der direkt im Griff sitzt. Auch das natürlich eine Sonderausstattung. Gehen wir mal weiter Richtung Küche. Jetzt kommen wir hier nochmal in die Diele und da sieht man auch sehr schön den Übergang zwischen dem Fliesenboden im Nassbereich und hier diesem wunderschönen Eicheparkett. Das ist eine schlanke, lange Diele, Einstab breit. Das ist eine relativ rustikale Eiche mit so gebürsteten bzw. so gespachtelten dunklen Einschlüssen und das fühlt sich ganz, ganz toll an. Die ist hell gekelkt, wie gesagt, gebürstet und dann mit so einem Ultra-Mattlack behandelt. Das heißt, da könnte ich den ganzen Tag drüber fassen oder auch barfuß laufen. Und man sieht schon, hier gibt es jetzt dieses Einbaukonzept, diese Lamellendecke in Holz, weiß gestrichen, wo dann eben gleich die LEDs eingelassen werden können. Und auch dieses komplette Element, das dann wie so ein Rahmen ist in Eiche, der den Übergang zum Wohnzimmer fasst und hier eben auch nochmal ganz, ganz viel Stauraum in Einbauschränken bietet, ist wirklich eine tolle Sache. Hier haben wir jetzt als Raumteiler-Element einen Kamin, der mit diesen Metrofliesen auch wieder in unterschiedlicher 3D-Struktur gefliest ist. Und es ist, wie ihr schon seht, kein Feuer, sondern es ist so ein Wasserdampfkamin, der beleuchtet ist. Das Tolle ist, der befeuchtet eben auch gleichzeitig so ein bisschen die Raumluft. Der macht es auch ein ganz kleines bisschen warm. Und der hat im Keller so einen Osmosebehälter, wo also immer automatisch die Feuchtigkeit für diesen Wasserdampf produziert und nachgefüllt wird. Das heißt, da muss man nie wieder irgendwas ausräumen, Wasser nachfüllen oder Sonstiges. Dann geht es jetzt hier weiter in dieser Flucht in die Küche. Das sind jetzt ab hier nochmal 18,5 Quadratmeter. Die Küche ist in dem Küchenstudio des Hausherstellers bemustert. Also es ist dort bemusterbar. Und wir haben jetzt hier eine Kombination wieder aus dieser hellen Eiche, Natur. Dann gibt es hier echt Aluminium, Silber, Oxid. Da ist dann gleich eingebaut hier die Kaffeemaschine, der Dampfgarer, der Weinkühlschrank und auch der richtige Kühlschrank. Und was wir sehen können, das harmoniert sehr gut mit dieser dunklen Arbeitsplatte. Das ist tatsächlich ein Granit, Nero Classico mit so einer etwas rauen Oberfläche und das Waschbecken ist im gleichen Material gemacht, sodass das also wie aus einem Guss wirkt. Dann haben wir hier wieder diese schöne Fischgrät verlegte Fuge an der Wand. Die ganze Rückwand ist gefliest. Durch dieses Muster ist das aber auch wirklich sehr, sehr schön. Und wir haben hier eine Nische, da könnt ihr jetzt sehen, da verschwindet jetzt ganz schön der Luftauslass, also die Absaugung von der kontrollierten Lüftungsanlage, die hier drin ist. Und da können eben auch Dinge verschwinden, die man vom Wohnbereich aus nicht sehen möchte. Dann ist hier bündig integriert wieder das Kochfeld mit dem Abzug nach unten. Das heißt, die Schublade hier oben ist zu. Was ganz Besonderes ist dieser Küchenblock, der ist jetzt nicht besonders groß. Das ist 1x1,60, aber das ist ein ganz besonderes Material. Das ist voll keramisches Material. Blanco Assoluto Satin nennt sich das. Fühlt sich sehr schön an. Das ist total einfach und pflegeleicht. Also das heißt, es ist absolut bruchfest. Da kann man einen heißen Topf draufstellen, da kann man drauf schneiden. Das geht nicht kaputt. Und es ist eben tatsächlich hier vom Steinmetz gearbeitet. Also auch die Fronten sind hier nochmal aufgesetzt. Das ist hier auf Gärung geschnitten. Das ist also wirklich eine sehr, sehr exklusive Lösung.
Ganz exklusiv ist natürlich auch diese Hebeschiebetür hier hinten. Da haben wir jetzt wieder diesen Grau-Aluminium-Ton, was ich euch schon gesagt habe mit der Sonderfarbe. Diese Elemente sind hier alle 2,36 Meter hoch. Dann haben wir hier diese Flügel 1,40 und da die Festverglasung auch nochmal 1,40. Den absolut schwellenfreien Austritt hier nach draußen, also diese super flache Schwelle hier auf die Terrasse, auf die Überdachte, die dann hier ums Eck anschließt. Hier gibt es nochmal eine Festverglasung und was ich auch sehr schön finde, ist dieses Einbauregal oder dieser Einbauschrank. Wir haben hier auch wieder das Rauchglas und eben die eingelassene LED-Leuchte. Und jetzt gehen wir mal hier weiter in den Wohn-Essbereich. Essbereich sind noch mal 41 Quadratmeter. Sehr schön finde ich, dass dieser Durchgang, der sind etwa 83 cm breit, sowie dieser Kamin hier eben genutzt wird für die Einbauschränke. Hinter mir sehen wir jetzt schon eins der größten Hebeschiebeelemente hier. Das ist insgesamt 4 Meter. Der Öffnungsflügel ist 2 Meter breit und ich glaube, ich habe euch eben was Falsches zu der Farbe von diesem Holz gesagt. Das ist nämlich innen dann Verkehrsgrau RAL 7042. Und hier haben wir dann die super flache Schwelle auf die überdachte Terrasse. Von der Wohnfläche sind das 4 Quadratmeter, von der anrechenbaren. Die tatsächliche Größe ist 330 mal 5 Meter, sodass man da also wirklich sehr gut sitzen kann. Und sehr schön ist eben, dass dieser riesengroße Esstisch auch wieder das gleiche Material ist, diese hellgekalkte Eiche wie der Boden. Dann geht es hier weiter in den Wohnbereich. Dieser Erker verspringt 1,60 nach draußen. Wir haben hier seitlich dann die Festverglasungen, die 88 cm breit sind, sodass es hier wirklich einen Raum gibt, den man sehr, sehr schön möblieren kann, wo man viel Licht drin hat. Und jetzt hier die komplette Rückwand auch wieder vom Schreiner gemacht. Das ist die Wand zum Arbeitszimmer, das wir uns gleich anschauen. Und natürlich möchte ich euren Blick auch noch mal auf dieses schöne Detail hier lenken. Das ist eben dieses hinterleuchtete Einbauregal. Und hier gibt es dann eine Schiebetür, die genau in dieses Fugenmuster hier reinläuft und an der Stelle dann abschließt. Wichtig ist natürlich, dass die Fußleiste an der Stelle unten auch geschnitten ist. Und jetzt schauen wir hier hinten dran das Arbeitszimmer auch noch an. Das sind etwa 9,3 Quadratmeter. Es ist nicht besonders groß, ist aber eben so gemacht, dass jemand, der hier im Homeoffice arbeitet, eben auch einen Anschluss noch ans Familienleben haben kann. Wenn ihr auf Bodenplatte baut, wäre das der Raum für den Hauswirtschafts- und Technikraum. Dann hättet ihr hier die Tür zur Garderobe. Der Raum an sich ist jetzt wieder mit Einbaumöbeln ausgestattet. Ihr könnt das schon sehen. Hier ist dann überall Stauraum drin. Wir haben hier eine ganz, ganz krasse Motivtapete, wie ich finde. Also die bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis. Und hier hinten diese ins Eck gesetzten Fenster, die den Schreibtisch ganz, ganz schön belichten. Hier ist die Brüstungshöhe jetzt 93 cm. Hier auch drin und was wieder öfter genommen wird, sind diese Holzfensterbänke, die dann eben in der gleichen Farbe gestrichen sind wie die Holz-Alu-Fenster innen. Das war das Verkehrsgrau RAL 7042. Die Geschosstreppe, die jetzt hier einmal in den Keller und einmal nach oben führt, ist eine gerade zweiläufige Treppe mit Zwischenpodest, auch in Eiche geölt, in Faltwerkoptik. Sehr schön mit diesem eingespannten Glasgeländer, das jetzt hier von oben in die Stufen eingelassen ist. Und ihr seht schon, dieses Zwischenpodest hat auch eine Besonderheit. Das ist nämlich mit Stufe. Das hat den Hintergrund, dass die Treppe dann oben eben eine Stufe früher fertig ist. Und wie das oben aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Wenn wir jetzt hier
hochkommen, seht ihr hinter mir schon diese Wahnsinns-Glasfront. Das sind hier 2,40 Meter Breite. Allein dieses mittlere Element ist dann schon 2,40 Meter hoch. Das Ganze muss aber in einem Stück im Werk vorgefertigt werden. Das heißt, diese komplette Glasfront und dann auch in einem Stück transportiert werden. Das ist also schon sehr beeindruckend. Sorgt dann aber dafür, dass dieser 7,8 Quadratmeter große Flur hier oben wirklich riesig und hell wirkt. Wir haben jetzt hier eine lichte Raumhöhe von 2,50 Meter. Dann haben wir hier dieses Flachdachfenster. Das sind nochmal 73 cm Dachaufbau, die jetzt hier an Raumhöhe dazukommen. Und diese Elemente, also an der Stelle sind es jetzt 2 mal 1 Meter. Das ist wirklich riesengroß. Da muss natürlich eine außenliegende Beschattung da sein, damit es nicht zu heiß wird an warmen Tagen. Wir haben es jetzt für euch mal offen gelassen, damit ihr seht, wie schön da die Sonne reinkommt. Das Ganze kann natürlich wetterabhängig automatisch verschattet werden. Und hinter mir liegt jetzt auch schon das erste Kinderzimmer, das mit 16,6 Quadratmetern ein ganz kleines bisschen kleiner ist als das andere, aber sehr attraktiv. Wir haben jetzt hier diese lichte Front von 3 Metern, 2 festverglaste Elemente, ein Öffnungsflügel mit so einer eingelassenen Glasbrüstung. Hier gibt es eine 88 cm breite Tür nach draußen auf den gemeinsamen Kinderbalkon. Und hier gibt es so ein Einbauregal, wo man diese Gestaltungsidee dieses Metallrahmens unten vom Flur nochmal aufgegriffen hat. Diese Regalböden lassen sich sogar drehen. Eine nette Idee, finde ich, haben wir noch hier ums Eck. Da hinten gibt es nämlich eine Ecke, die ist mit Magnetspachtel gemacht und dann mit Tafelkreidefarbe in Schwarz gestrichen. Das heißt, es ist hier magnetisch, man kann da Dinge aufhängen, ohne Löcher in die Wand zu pieksen. Und das Ganze auch mit Kreide beschriften. Bevor wir ins zweite Kinderzimmer gehen, noch ein Detail. Diese Türen ganz wandbündig einzubauen, ist noch mal viel, viel teurer. Die sind schon sehr schön, sind von innen stumpf einschlagend. Und dann ist eben diese Lösung, das hier mit der Fußleiste so in einem zu machen, wirklich sehr, sehr schön. Das ist eine Holzfußleiste lackiert, die ist knapp 6 cm hoch. Und das ist dann einfach hier auch eine sehr, sehr edle Lösung im Flur. Jetzt schauen wir mal in das zweite Kinderzimmer. Das ist mit knapp 18 Quadratmetern etwas größer. Hat hier so eine ganz, ganz nette Einbaulösung. Die hat auch der Haushersteller einfach in Trockenbau-Gipskarton gemacht, gespachtelt, auch mit diesem Rundbogen. Dann ist da dieses Bett drin. Hier an der Wand ist eine Motivtapete. Dieses Lindgrün ist für das Zimmer total angenehm, finde ich. Auch hier gilt, wenn ihr die Farbnummern oder die Motive wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich beantworte euch das gerne. Und hier hat man jetzt natürlich diesen Komplett-Austritt auf diese große Kinderterrasse. Das Element ist jetzt hier 2 mal 1,10, also insgesamt 2,20. Die Höhe von diesen Fenstern ist hier übrigens auch 2,20. Und man sieht schon, es gibt jetzt hier, obwohl das ein Drehkippbeschlag ist, diese extra flache Schwelle. Auch das eine recht aufwendige und teure Sonderlösung. Und weil es da draußen so schön ist, gucken wir da jetzt auch noch mal hin. Von der anrechenbaren Wohnfläche hat die Dachterrasse hier nur 3,6 Quadratmeter. Die tatsächlichen Maße sind 3 Meter mal 4,40 Meter. Und wir sehen schon, das ist alles sehr edel gemacht. Wir haben hier eine sehr große, so eine Outdoor-Fliese, die im Splitbett verlegt ist, 60 mal 1,20. Dann dieses eingespannte Glasgeländer. Die Attika ist hochgezogen und verputzt. Hier drauf haben wir wieder den Nero Assoluto, den Granit als Abdeckung. Und hier sieht man jetzt eben diese eindrucksvolle Auskragung, diese 74 cm hohe Konstruktion, Vollholzkonstruktion, die also hier wirklich eine ganz beeindruckende Optik schafft. In den Elternbereich gehen, schauen wir gerade noch das Kinderbad an, das hier jetzt separat ums Eck liegt. Ihr seht schon, hier haben wir wieder diese Holzverkleidung. Dahinter verbirgt sich wieder ein Einbauschrank vom Schreiner. Hier wird also wirklich jeder Platz genutzt.
Und hier hat man jetzt nochmal Raum für Staubsauger oder Putzzeug, was man eben so unterbringen muss. Das Kinderbad hat 5,2 Quadratmeter, ist auch sehr exklusiv ausgestattet. Unter anderem haben wir jetzt hier auch wieder so ein Flachdachfenster drin. Hier sind es jetzt 56 x 83. Klar ist, hier kann man natürlich super schnell Dampf ablüften. Es kommt viel Tageslicht rein. Wirklich brauchen tut man es hier nicht, denn wir haben ja hier auch den Lüftungsauslass von der kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Hier dann auch wieder diese Holzlamellen, dieses Einbauelement von der Schreinerei mit den integrierten Leuchten drin. Hier fehlt noch die Duschabtrennung aus Ganzglas. Die Dusche ist hier eine Fliesendusche, 80 x 1 Meter, sehr schön mit der flachen Ablaufrinne da hinten. Und wir haben hier wieder sehr, sehr große Fliesen drin. Auf dem Boden ist es die Betonoptik 60 x 1,20. Und hier an der Wand kann man es mal sehen, da ist eine ungeschnittene Fliese weiß, matt, 1,20 x 1,20. Natürlich gibt es hier auch noch mal ein Fenster mit einem Öffnungsflügel und auch hier noch mal eine ganz besondere Sache. Das sieht aus wie Marmor, Hochglanz poliert, ist aber ein Feinsteinzeug in Marmoroptik, blauer Marmor. Der Elternbereich liegt jetzt hier gegenüber mit Ankleide und Bad en Suite, sind das insgesamt 51 Quadratmeter. Und auch hier hat man jetzt in der Ankleide wieder so ein Oberlichtband. Das ist natürlich an der Stelle wahnsinnig schön, weil das sonst innenliegend und relativ dunkel wäre. Man hat jetzt hier zwei Elemente von 90 x 60. Und jetzt schauen wir uns erstmal das Schlafzimmer an. Das sind nämlich 21,6 Quadratmeter. Und hier möchte ich euch einfach auch noch mal diese wunderschöne Gestaltung zeigen. Wir haben jetzt hier hinten wieder 90 cm dieses Holzprofil mit der eingelassenen Leiste. Hier an der Rückwand so ein ORAK-Profil, das in RAL 9003 gestrichen ist. Und ihr seht schon die Wände und hier die Rückwand von diesem Einbauschrank ist so ein ganz, ganz helles Lichtgrau. Auch da kann ich euch die Farben nochmal sagen. Das macht nämlich wirklich einen Unterschied, ob das jetzt weiß ist. Man sieht es dann, die Fußleisten und die Decken sind weiß oder nicht. Hinter mir ist diese 3,60 Meter breite Glasfront. Da gibt es in der Mitte einen Öffnungsflügel. Auch wieder mit diesem vorgesetzten Glasbrüstung. Hier wieder das 88 breite Öffnungselement, wie wir es unten auch schon gesehen haben. Und dieses Lichtkonzept mit diesen aufgesetzten Leuchten. Auch dazu kann ich euch sagen, von wem das ist, wenn es euch interessiert. Macht es natürlich unheimlich heimelig hier. Jetzt gehen wir schon über in den Ankleidebereich. Die Ankleide sind nochmal 14,6 Quadratmeter. Hier sieht man schon, sind auch Einbauschränke auf dem Weg dahin. Das zieht sich dann hier rum. Auch hier haben wir überall an der Seite nochmal tiefe Einbauschränke und hier in diesem Schrank dann auch den Wäscheabwurfschacht, der jetzt tatsächlich ganz nach unten in den Keller geht. In diesem Falle wäre das Haus ja unterkellert. Ihr könnt jetzt hier hinten sehen, es ist wirklich einfach jetzt nicht so ein dunkler Schrankraum, sondern ein wirklich schönes Zimmer, auch nochmal mit einem Schminktisch, wo man Tageslicht hat, dieses Fenster über Eck, genau wie unten das Arbeitszimmer mit 90 cm hoher Brüstung, den Holzfensterbänken. Und dann kommt natürlich das Highlight, nämlich das große 15 Quadratmeter Bad. Hier fehlt jetzt noch die Glasschiebetür, damit man das Ganze auch trennen kann. Quadratmeter zusätzlich. Das Bad ist wirklich auch wieder sehr, sehr exklusiv ausgestattet. Wir haben hier erstmal auf dem Boden eine Fliese mit so einer Struktur. Die ist erstens rutschhemmend und zweitens auch sehr angenehm, wenn man barfuß drüber läuft. 20 x 1,20, die ist dann auch hier hochgezogen an diese Rückwand. Das ist wirklich sehr schön und natürlich ein Hammer ist dieser große hinterleuchtete Spiegel mit einem Durchmesser von 1,40 Meter. Sehr schön ist auch dieser Doppelwaschtisch. Das ist jetzt aus Korean, so einem weißen Mineralguss.
ist dann hier extra mit so einem Gefälle gemacht. Das heißt, du hast jetzt hier keinen Ablauf, sondern es ist da hinten so eine Ablaufrinne. Das ist echt schick. Ich weiß allerdings nicht, was man macht, wenn einem das mal verstopft ist oder da irgendwas reingerutscht ist. Da müsste man mal jemanden fragen, der das schon mal hatte. Dann haben wir hier nochmal dieses eben auch im Schlafzimmer schon gesehene Profil. Das trennt jetzt hier das WC. Das ist natürlich für so ein großes Bad wirklich einfach schön, wenn man da nochmal einen extra Raum hat und die Tür zumachen kann. Daneben haben wir die riesengroße Dusche, 1,40 x 1,60 und auch auf dem Boden eine ganz besondere Fliese in Rostoptik, die dann wirklich auch 1,40 x 80 ist. Hier oben drüber nochmal 85 x 85 dieses Flachdachfenster. Man kann hier also in Licht duschen. Da ist dann auch gleichzeitig nochmal die Beleuchtung mit integriert. Ganz schön gemacht, diese Einbaunischen mit dieser schmalen Metallkante. Alle Armaturen, natürlich Unterputz mit Regendusche, wie sich das für so ein Bad gehört. Auch hier wieder dieses Rauchglas an der Seite zum WC, dann auch nochmal milchig, damit man da nicht reinguckt. An der Wand haben wir jetzt die Riesenfliese in Betonoptik, 1,20 x 1,20 und ein Highlight ist natürlich auch diese große freistehende Wanne aus Marbon. Wie man da drin sitzt, weiß ich nicht, aber sie sieht auf jeden Fall super schick aus und ein Highlight ist natürlich jetzt hier nochmal die 4,4 Quadratmeter große Dachterrasse. Sehr schön auch diese Austrittsstufe, die dann hier in Eiche gemacht ist, wo man sich auch gerne mal hinsetzt, wo man irgendwie sehr schön sitzen kann. Hier hat man jetzt diese Stufe hoch, weil natürlich jetzt da das Flachdach von der Doppelgarage anschließt, das bekieste. Und vielleicht ganz kurz, auch hier haben wir nochmal diese Fliese auf dem Boden liegen und ein selbsttragendes Geländer. Das ist jetzt vielleicht optisch nicht das Schönste, ist aber sehr, sehr praktisch, weil es eben von der Befestigung jetzt hier überhaupt keine Probleme macht und man dann eben keine besonderen Dachaufbauten unten drunter braucht. Wenn ihr euch das Haus selber mal anschauen wollt, es steht als Musterhaus im Bauzentrum Poing bei München, ist in der Regel geöffnet, dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Und wenn ihr noch die Grundrisse anschauen wollt, habe ich euch die wie immer unten in unserer Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es auch eine Preisinfo vom Haushersteller für euch. Und wenn ihr noch mehr Videos über diesen Haushersteller, die Technik, die Smart Home Technik sehen wollt, habe ich euch da auch nochmal andere Haustouren verlinkt. Und wenn ihr insgesamt mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.